Das letzte Training vor dem Höhepunkt der Saison, dem Bärchenpokal in Berlin. An allen Geräten stehen nochmal die schwierigen Übungsteile auf dem Plan. Anfangs war es für Tammy nicht klar, ob sie auf die Sportschule gehen sollte. Ich wollte ja zuerst hier gar nicht hin. Ich hatte ja eine Probewoche, die überhaupt nicht gut gelaufen ist. Dann dachte ich schon, alles wäre vorbei, ich will hier nicht mehr hin. Aber dann, ich wollte hierher, weil ich besser werden wollte. Wenn das kleine Kind mit 8 Jahren von zu Hause weit weg zur Schule geht, dann ist das schon eine schwierige Entscheidung. Wir haben aber gesagt, sie möchte es. Es ist ihr Wille, das hat sie uns auch glaubhaft gemacht, dass es ihre Entscheidung ist. Und dann haben wir gesagt, von Anfang an, wir unterstützen dich. Egal, ob ja oder nein. Aber sie muss die Entscheidung treffen. Und die hat sie dann getroffen und wir arrangieren uns jetzt damit. Es gibt natürlich auch Tage, wenn man einfach sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Wenn man dann wieder was hat, wo man es richtig gut geklappt hat, dann sagt man ja auch zu sich, oh, das hat jetzt richtig gut geklappt, ich will das jetzt irgendwie weitermachen. Manchmal hat man halt einen Tag, wo es nicht so gut läuft. Das hat jeder. Dritter. Ausgebucht. Nein. Doch. Nein. Doch. Ausgebucht. Hab ich zuerst gesagt? Dritter. Permanente Wiederholung der Bewegungsabläufe ist notwendig, um den perfekten Ablauf einer Kür zu erreichen. Für Außenstehende ist es sehr beeindruckend, wie viel Aufwand für das Training notwendig ist. Es hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, wie viel Zeit das Kind hier verbringt, wie wenig Zeit nur noch zu Hause. Das konnte man vorher nicht so abschätzen. Freunde, Bekannte, Familie, man immer den Vorwurf hört, dein Kind hat keine Kindheit mehr. Sie turnt nur, sie kann nicht spielen, sie kann sich nicht mit Freunden treffen. Ein bisschen Wahres ist natürlich dran, sie hat wenig Zeit, das ist richtig. Aber die Zeit, die wir haben, ich denke, die nutzen wir gut. Also am Wochenende, sie trifft sich immer noch mit Freunden, wir unternehmen viel. Also wir versuchen da schon, einen Ausgleich zu schaffen. Ich möchte eigentlich immer alles, dass es sofort klappt, aber das tut es natürlich nicht. Wenn was nicht so gut geklappt hat, möchte ich es eigentlich sofort nochmal machen. Ich bemühe mich auch ganz doll, die Korrekturen vom Trainer umzusetzen. Und manchmal klappt das halt nicht so gut, wie man es möchte, aber das ist ja normal. Wenn man halt Anmerker von den Trainern bekommen hat, dann sagen die auch, ach komm, nimm es nicht so schwer, morgen wird es auch besser. Geht's jetzt besser oder nicht? Oder noch Magnesia ran? Naja, ein bisschen vielleicht. Im Moment läuft das Stoßen nicht so gut. Und da bin ich gerade mal bei 80 Kilo. Aber das hat was mit der Beinkraft zu tun und die im Moment nicht so vorhanden ist. Gerade. Ich weiß nicht, an was das liegt. Kniebeuge laufen überhaupt nicht. Und ich bin eh noch nie so ein Beintier gewesen, wie man bei Gewichthebern sagt. Also ich war echt immer so ein. Wurde immer als Storch bezeichnet. Ich würde es gerne ändern wollen, weil wenn man Beinkraft hat, ist es einfach so, dann ist alles viel leichter. Also wenn man Beinkraft hat, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Man würde auch zunehmen, aber mit dem Thema habe ich mich schon abgefunden. Also was heißt das? Naja, also ich bekomme ja eigentlich, seitdem ich hier bin auf jeden Fall, also seit 4 Jahren, immer eingetrichtert, ja Henriette, du musst zunehmen. Anfang war das so, Trainer, als ich hierher kam, gleich schon gesagt, nee, Henriette, du kannst dich schon mal von deinen Hosen verabschieden, nächstes Jahr passen sie dir nicht mehr. Aber sie passen mir immer noch. Oben mehr schieben, richtig hinten rein. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit mit Henriette hatte ich eben wirklich große Auseinandersetzungen. Da hat sie auch so um die 61, 62 gewogen. Ich sage, nimm 5 Kilo zu, das sieht man nicht. Und das ist auch wirklich so, weil wir machen die Muskulatur belastbarer. Und da sieht man also, passen die Hosen trotzdem noch, aber die Muskulatur ist belastbarer. Ja. Ach naja, die Auseinandersetzung haben wir, glaube ich, auch jetzt noch, aber die ist nur in unserem Kopf. Wir arbeiten dran. Ja, immer wenn ich auf der Waage war, dann muss ich mir immer was anhören. Also jetzt nicht Angemecker, sondern eher so, Henriette, mach doch mal. Und ja.
Vor allen Dingen, Henriette erzählt immer, was er alles macht und die Waage zeigt das aber immer nicht. Und Stoffwechsel. Ja. Okay, danke. Zuzunehmen bedeutet ja einerseits viel essen und das schaffe ich irgendwie nicht. Also jetzt mich hinzusetzen und eine Stunde mir Nudeln einzutrichtern und ganz viel Fleisch und ab einer gewissen Stelle kann ich dann nicht mehr und dann darüber hinaus zu essen, was dann eigentlich das bringt, um zuzunehmen, das ist schwer möglich. Ja, der Zwang besteht. Deswegen sind wir ja beide so enttäuscht gewesen nach diesem April-Wettkampf. Da auf einmal wieder statt 69 Kilo Körpergewicht dann nur noch 64 da sind. Und wenn einem es schwerfällt, die zuzunehmen, dann ist das auch wieder ein langer Weg. Ne? Und da muss man eben regelmäßig essen, da muss man früh in die Mensa gehen und vernünftig essen, zum Mittag vernünftig und zum Abendbrot eben auch nochmal vernünftig. Da ist so ein bisschen, was Mutti so zu Hause fehlt. Das ist dann hier der Umgang in der Mensa. So. Naja, also, jetzt ehrlich. Also das Fleisch war okay, aber die Nudeln sind halt Früchte über Salz und es ist immer unterschiedlich, wie es am Tag schmeckt. Manchmal gibt es gute Zeiten, manchmal gibt es aber auch weniger gute Zeiten. Ich bin ja auch ein Mädchen. Also ich denke mal, weil klar, es ist halt so, man ist mit Leichtathletinnen oder so zusammen, man ist mit Eiskunstläuferinnen zusammen, die sind dann halt so ein Strich. Und dann sich erstmal klar zu werden, ja, Henriette, du machst Gewichtheben, da kannst du nicht aussehen wie so ein Strohhalm.